Ja, genau. Ja, das fängt ja schon mal gut. Schau mal für Gold nach. Ich denk mal. Weiß ich nicht. Komm, gib Regen. Huh. 1,35 oder so. Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Ich muss da irgendwie so um die Kurve rumrutschen. Es geht nicht. Das hier jetzt erstmal kennenlernen. 1,23, okay. Erstmal. Ach, genau, die haben so eine richtig verschissene Hitbox, die Teile. Boah, ich hasse die. Ja, da habe ich gepennt. Kann ich eigentlich durchlaufen? Das muss ich mir merken. Ja, genau. Nimm doch deine scheiß Flossen ab. Boah, nur eine Sekunde. Space Out ist richtig, ist eine richtige Bitch. Also das ist noch beschissener als hier das Level. Das kann man aber noch besser timen. Ich hätte gern Doppelsprung. Haben ja auch alle so verschissene Timings. Ich hab Ding gesprungen. Ich hab X gedrückt. Entschuldigung. Der musste raus. Warum spiele ich... ich habe Crash 4 noch nicht mal selbst durchgespielt, weil mir das Spiel auf den Sack geht. Und ich finde das nicht so gut so richtig. Deswegen spiele ich kein Crash 4. Etwas Übung. Ich hole auch gerade alle auf Platin und wenn man einmal drin ist, hat man irgendwann eine Route fürs Level. Ja gut, das stimmt. Aber ich hätte
für mich so wirklich irgendwie die Lust, so viel Zeit da rein zu buttern. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Wie er was, wann, macht und so. Deshalb, warum? Das ist gut. Ja. Ich bin auch bei dir. Ah. Mann, rutschen. Direkt die Maske verballert. Nein! Ich hab's noch gesehen. Ich hab Crash 4 zweimal auf 106% gespielt. Du bist doch... Du bist doch... des Wahnsinns. Also Crash 4 schaffe ich auch manche Death Times mit Leichtigkeit. Alter... Mir gefällt Crash 4 von der ganzen Aufmachung irgendwie nicht. Ich hab's auch noch nicht gekauft. Ja, ich weiß nicht, mir... Also ich finde, das hat überhaupt nicht so... So den... Das Gefühl der alten Teile irgendwie. Ich sage jetzt auch nicht, dass das das unbedingt das haben muss, aber das hat es so... Gar nicht. Also ich finde, das hat... Nicht so den Crash-Charme. So, weiter geht's. Irgendwann werde ich mich da auch noch dran machen, Crash 4 zu spielen, also weiter zu spielen. Aber ich werde auf keinen Fall Platin holen. Never ever. Hat einfach zu viel Zeug, was man machen muss, meiner Meinung nach. Ja, ich finde diese versteckten Kisten auch. Also sie sind halt wirklich versteckt, versteckt. Also sieht man halt so null. Kisten sind absoluter Müll. Also da mühst du dir schon einen ab, überhaupt durch das Level durchzukommen. Du versuchst dir alle Kisten einzusammeln. Und dann wird dir gesagt, ja, du hast aber drei Kisten vergessen. Spielst das Level noch fünfmal und hast die drei Kisten dann immer noch irgendwie übersehen. Und dann denkst du dir auch, leck mich doch. Warum?
Okay, so weit waren wir noch nie. Das war maximal in Crash 1 bis 2 in 2 bis 3 Leveln. Und dort gefühlt in allen. Ich finde das mit den Wumpa-Früchten komisch. Das wirkt teilweise schon wie ein Collect-Thon mit dem ganzen Kram. Okay, auf Zukunftslevel Platin habe ich keine Lust mehr. Das ist mir zu blöd, lul. Anstatt dass wir einfach auf das Vieh draufspringen. Nein, du musst drüber springen. Ich habe halt voll Bock gehabt auf der Arbeit. Also nicht auf der Arbeit, aber hat auf der Arbeit Lust dazu, zu Hause Plätzchen zu backen. Ich will mir überlegen, ob ich morgen vielleicht Plätzchen backe. Echt nervig, ich habe Mittwoch oder so geholt, aber tatsächlich hatte ich mehr Probleme mit Cold Hard Crash auf Platin. Eisphysik nervt. Ja. Zehn Hundertstel? Das sind auch Hundertstel, ne? Ne, das sind zehn. Ein Zehntel. Findest du wäre 001. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich bin kein Mathematiker. Plätzchen backen klingt gut. Ja. Oh, ich muss mal gucken, was ist noch so. Ich habe da letztens noch so ein komisches Rezept gesehen. Hm. Mit Muffins aus Quark. Man vielleicht auch mal probieren. Nee, das ist doch nicht das Gleiche. Ein Zehntel und ein Hundertstel ist es. Achso, zehn Hundertstel. Ich meine, ich dachte, ich hätte. Ja, gut. Ja, ein Zehntel und ein Hundertstel ist das Gleiche. Aber was ist denn. Ja, gut, aber es ist dann ein Zehntel und zehn Hundertstel. So. Mein Gott. Aber ein Hundertstel wären Komma 01. Also 0001 ist ein Hundertstel. Leck mich nicht. Ich habe auch einen Brand. Das ist der Wahnsinn. Gibt's eigentlich im Extra Warp Room? Gibt's da eigentlich gibt's da eigentlich auch den Relikte? Ich meine schon, ne? Aber ich glaube, die haben wir schon. Wenn damit hätten wir angefangen. Oh, das war der Rall. Na, nimm die Scheiße mit. Ich mag diese Witzeteile nicht. Mega kacke. Oh.
26 und 27, okay. Dann müssen wir mal. Ich denke mal, gucken wir. Kurz vor Ende gucken wir da mal nach. Ob wir die schon haben. Diese dumme Hitboxen von den Viechern, ne? Ich krieg's kotzen. Mathe mit Julia. Ich bin mir nicht, ich glaube, ich meine, die hätten wir als allererstes gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte da gerne direkt drunter. Scheiße. Das, ich muss mich erstmal aufrichten, bevor ich weitermachen kann. Ja, da will ich nicht weiterlaufen. Ich weiß auch nicht warum, aber. Jetzt sind wir aber jetzt sind wir hier bei der Party dabei. Also da würde ich jetzt gerne noch mal drüber reden. PS1-Teile fühlen sich nicht so träge an wie die Insane Trilogy. Du bist mein Held. Hätten die das Rutschen? Ich verstehe das nicht, warum die das auf die gleiche Taste legen. Weil das ist mir schon sehr, sehr oft zum Verhängnis geworden. Also ich... Viele Leute spielen das mit Kreis, aber ich spiele das mit R1, weil das für mich irgendwie... Also das ist für mich einfacher. Manipulieren dann alles. Also es ist mir schon so oft zum Verhängnis geworden, dass ich halt so ein bisschen in der Luft war und dann R1 gedrückt habe und... Und dann so fucking Bauchflatscher macht.
Das Schlimme ist, ich merke den Alkohol. Weil meine Beine fangen wieder an zu kribbeln. Ja, aber bei Kreis wird es mir genauso passieren. Weil ich drücke dann einfach zu früh Kreis. Kreis. Der alte Kreis. Deswegen hätte ich es einfach auf eine komplett andere Taste gelegt. Also, oder halt getrennt. So rutschen wirklich R1 und Kreis dann wirklich nur Bauchklatscher. Okay, ich warte. Mein Gott. Sieht man mich eigentlich noch, ob ich zu dunkel? Ja, genau. Mein Gott. Ja. Und ducken? Ja, ducken kannst du von mir aus dann auch mit Kreis machen. Mit dem Bauchklatscher. Hauptsache, dass das Rutschen getrennt ist vom Rest. Ja, ich warte. Ich bin einfach viel zu voreilig. Meine Fresse, ey. Der Turtle ist gerade wieder auf Abwägen. Ich weiß nicht mehr, was die Zeit war. Wir sind auf jeden Fall zu langsam. Oder 1,26. Ich will das nicht nochmal machen. Oder dass man sich halt die Knöpfe selber einstellen kann. Das wäre Überkill. Den gibt's doch. Ich glaube, als ich das letzte Mal für einen Stream wirklich länger hier war, hast du noch nicht mit Dennis zusammen gewohnt. Wen gibt's noch? Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Den gibt's noch. Ach, Mr. Turtle. Ja, den gibt's noch.
Mr. Turtle habe ich mitgenommen. Meine Mutter hätte da, glaube ich... Also wenn es nicht anders ginge, hätte die sich wahrscheinlich um den gekümmert. Der ist natürlich mitgekommen. Schön kalten Kakao. Ich hatte die letzten zwei Wochenenden hatte ich vor, Kakao zu machen. Ich habe es nie gemacht, weil ich es immer vergessen habe. Aber morgen Abend mache ich Kakao. Wenn ich dran denke. Ich will jetzt nicht sagen, aber das läuft gerade sehr gut. Hm. Nein, das wäre so gut gewesen. 1,23. Okay, das waren 3 Sekunden. Wie lange leben Schildkröten eigentlich? Ich hatte bisher immer nur Hunde als Haustiere. Ja, es ist unterschiedlich. Ich kann jetzt auch nicht wirklich genau sagen, wie lange Mr. Turtle noch leben wird. Weil das ist alles sehr, also im Internet ist das alles sehr unterschiedlich, was da steht. Da schreiben manche, dass sie 20 Jahre leben, manche sagen 15 Jahre, manche 25 Jahre, manche 50 Jahre. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Mr. Turtle alt wird. Also alt im Sinne von... Es gibt da sowas, das nennt sich Melanismus und dann färben sich Schildkröten, also sie kriegen so schwärzliche Haut und der Panzer wird auch ein bisschen schwarz so. Und das passiert nur bei älteren Schildkröten. Also es steht jedenfalls, alte Schildkröten, kann sein, dass sie dann Melanismus bekommen oder weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall werden die dann schwärzlich. Und Mr. Turtle fängt auch jetzt langsam an, ein bisschen dunkler zu werden. Was halt heißt, dass der alt wird. Jedenfalls ist das so bei chinesischen Dreikehlschildkröten. Das ist. Mr. Turtle ist so ein. Ja, da hätte ich durchgepasst, ne? Und ich weiß auch nicht, wie alt Mr. Turtle war, als ich den gekauft habe. Wow. 1,23, wo habe ich denn jetzt die Zeit liegen lassen, bitte? Ist ja noch schlechter als eben. An welche Schildkröten, also das ist die von meinen Eltern, ist schon über 50 Jahre, kann aber bis 80 Jahre alt werden. Schildkröten pflegeleicht, eigentlich sind eigentlich
fast wie Fische, nur dass du ein bisschen öfter das Becken sauber machen musst. Aber ansonsten... Ja, sehr gerne möchte ich einen neuen Versuch starten. Warum muss der Laden dafür? Und das Gute bei chinesischen Dreikiel-Schildkröten, die machen. Brauchst du keinen Winterschlaf mit ihnen zu machen. Brauchst du nur im Winter ein bisschen das Becken kalter zu machen. Also eigentlich Heizung eigentlich fast aus. Das Licht nicht ganz so lange an und nicht so oft füttern. Rotwangen-Schmuckschildkröten, die sind auch schön. Oh. Komplett taub. Aber 14 ist auch schon ein ganz gutes Alter. Jedes Mal hier. So, jetzt muss ich mich aber hier noch mal ein bisschen konzentrieren. Ich hätte jetzt Lust auf Salzstangen. Das ist so ein Thema konzentrieren. Jetzt auch taub und blind, hat mich aber noch erkannt und ist 19 Jahre an meinem in und einem Monat geworden. Puh. Ich hätte gern auch einen Hund. Aber ich hätte halt so jetzt keine Zeit für den. Also der wäre dann halt die ganze Zeit alleine zu Hause, wenn ich arbeiten bin. Das ist dann ja auch blöd für mich. Deswegen, ich muss im Lotto gewinnen. Und nicht nur 5 Euro. Dann muss ich mir auch einen Hund holen. Vater wird dieses Jahr 13, ist immer noch quietschfidel. Ja, hoffentlich bleibt das auch so. Ich bin ein stolzes Alter. Eigentlich hatte ich immer 2 Hunde gleichzeitig im Haushalt. Nur die andere mussten wir vor etwas über einem Jahr einschläfern lassen wegen Knochenkrebs. Die wurde 12. Hm. Besser so, als dass sie sich dann noch rumquälen oder so. Die anderen Hunde 3, 9, 13, 15 und 13 geworden. Was waren das denn für Rassen? Waren das alles unterschiedliche Rassen oder alles Mischlinge oder sonstige?
Anstatt dass ich da auch einfach durchlaufe, weil ich sowieso Flackerchance habe, ne? Und alles Samojeden noch nie gehört. Volpino Italio Mischling. Ne, Volpino. Ey, das sind alles Namen. Ich hab keine Ahnung von Hunden, ne? Aber die haben jetzt einen anderen. Der heißt so putzige Hunde. Schlittenhunde, weiß und pelzig. Auf jeden Fall mein Großcousin, der hatte auch einen Hund. Immer noch einen Hund, aber einen anderen. So, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Und der war auch ganz knuffig und klein. Der war süß. Der hieß Mischu. Das heißt, glaube ich, ist ein polnisches Wort für Bär, glaube ich. Und der sah auch genauso aus, wie so ein kleiner Bär. Nein! Ach man, ey. Schlimm ist, ich muss jetzt auch noch pinkeln. Das macht es mit der Konzentration nicht besser. Mann, ey, ich raste hier gleich aus. Ich mag es, wenn Chats so aktiv bei einem Thema dabei sind. Ja, so schön, wenn man sich so unterhalten kann so und nebenher ein bisschen beim Zocken zugucken. Was war das denn jetzt? Warum? Ich wollte gerade Spyro sagen. Über das Thema Tod und so weiter rede ich so ungern, weil es mich immer ein bisschen traurig macht. Ja gut. Sind ja auch quasi Familienmitglieder und so. Und wenn die halt sterben, ist das scheiße.
wollte die Tage echt noch unter einem Video von dir schreiben, wann mal wieder was von dir kommt. Hab dein Ankündigungsvideo nicht im Abo-Feed gehabt, weil diese scheiß Glocke nicht auf alle Benachrichtigungen anzeigen war. Naja, jetzt habe ich es umgestellt. Das ist gut. Volpino, Italianos sind eher kleine Hunde. Der im Wikipedia-Artikel sieht fast aus wie meiner, nur dass der braune Ohren hat. Der Christoph ist auch da. Guten Tag. Oh, ich bin gestorben. Ich bin ja auch auf dem Highway. Highway to Hell. Ja, endlich mal drüber gekommen, ohne fucking getroffen zu werden. Ja, jetzt hier, aber das ist nicht so schlimm. Grüße, Leute des Interwebs. Ist uns alles soweit gut? Ja, und bei dir? Und bei euch? Gleich echt mal pinkeln gehen. Wird nix? Doch. Diese Hitboxen von den Dingern verstehe ich bis heute nicht. Dankeschön. Hast ja die Haare wieder so ein bisschen Richtung 2015. Voll nostalgisch. Nicht 2015, das war schon, ich glaube, 2017 bin ich umgezogen. 2017 hatte ich die Haare noch so. 2015 hatte ich die, glaube ich. Doch, da hatte ich sie auch komplett. Da hat das, glaube ich, angefangen mit dem komplett. Komplett türkis. Glaube ich. Meine, kurz bevor ich das Abi angefangen habe, da habe ich sie komplett türkis gefärbt. Ja. Eher daran gedacht, wie sie beim Geburtstagsstream vom Januar 2015 war. Da hatte ich so, so türkis. Ja, genau. Da hatte ich türkis mit lila und an den Seiten schwarz. Und dann im August hatte ich ja, glaube ich, das Abi angefangen. Und kurz davor habe ich sie, glaube ich, komplett türkis gefärbt. Irgendwie so war das. Entschuldigung. Oh, ich möchte ganz gerne ein anderes Level spielen. Nimm doch die Dreierkiste mit, du behinderter Penner, ey. Da hatte ich noch. Ich hatte noch die Maske, die ich bisher noch nie so weit nach vorne gekriegt habe.
So, wenn ich jetzt nächstes Mal sterbe, muss ich pinkeln gehen. Ich piss mir sonst in die Hose. Okay. Dramatische Unterstützung gebrauchen können. Ah, so, so. Ich muss jetzt schnell mal Pipi. Pipi-Pause. Dann so einen klassischen. Habe ich schon richtig verstanden gehabt. Von daher alles gut. Hier sind ganz viele Emotes. Aber kein Daumen nach oben. Stimmt. Oh nein, wir nehmen ja schon fast 2 Stunden auf. Das ist schlecht. Naja gut, ist ja nicht so schlimm, weil wir hoffentlich für Tony Hawk nicht so lange brauchen. Hm. Also 1,22, oder? Oh, Pipi-Pause hat sich gelohnt. Sehr schön. Ah. Feini fein. So, und direkt ins nächste Dreckslevel. Wuhu!